Von Storch für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, alle wissen es, Berlin braucht den Ausbau der A100. Grüne und Linke stellen sich dem Ausbau aber mit aller Macht entgegen. Ihre Einstellung zur Mobilität ist aber vor allem eins: total verlogen. Die grüne Verkehrssenatorin Jarasch fährt im schweren Dienstwagen sogar zur Eröffnung eines Radweges, und Sie alle hier benutzen ohne Skrupel die dicken Karossen des Fahrdienstes, und Klimakleber blockieren den Berufsverkehr und jetten dann nach Bali oder, Entschuldigung, es war ja nur nach Thailand. Und natürlich bekämpft der Vorsitzende des Ausschusses für Klimaschutz auch den Autobahnausbau, Klaus Ernst von den Linken, ein bekennender Porsche-Fahrer, ganz mein Humor. Bei alledem eine wichtige Information an die woke parallel Welt: Man kann eine Millionenmetropole wie Berlin nicht mit dem Lastenfahrrad versorgen. Aber es gibt noch einen Grund, warum es die A100 braucht: wegen des Totalversagens der links-grünen Ökosozialisten. In der Schulpolitik, in der Sicherheitspolitik und beim Wohnungsbau ziehen immer mehr Berliner an den Stadtrand und müssen dann mit dem Auto in die Stadt pendeln. Der Verkehr nimmt zu. Das ist die Realität. Und was ist die woke Alternative zur A100? Na klar, der öffentliche Personennahverkehr, die Zauberformel der Linksgrünen in ihrem Traum von der autofreien Welt. Nun, wie sieht es also damit aus in Berlin? Stand 6. Februar 2023. S-Bahn-Verkehr Nord-Süd, S1, S2, S25 und S26 unterbrochen. Ebenso unterbrochen die U2 und die U6, eingeschränkt die S3, die S5 und die S9 und Busse statt U-Bahn auch auf den Linien U1 und U3. Der Schienenersatzverkehr, so der Berliner Tagesspiegel, eine Odyssee, die selbst Homer zur Verzweiflung getrieben hätte. Aus 20 Minuten von Zehlendorf nach Kreuzberg werden da schnell anderthalb Stunden. Und wo die S-Bahn noch fährt, Verspätung wie seit 5 Jahren nicht. Thema Sicherheit. Im Jahr 2021 gab es im Berliner Nahverkehr 10.230 Überfälle und Raubüberfälle. Das ist mehr als doppelt so viel wie im öffentlichen Nahverkehr von Mexiko-Stadt. Wer die Realität in diesem bunten, herrlich kulturell bereicherten und ach so weltoffenen Deutschland studieren will, der muss nachts die U8 zwischen Cottbusser Tor und Alexanderplatz nehmen, wo sich Drogendealer, Junkies und Obdachlose gute Nacht sagen, wo Menschen vor fahrende U-Bahn gestoßen werden, wo junge Migranten, ja, ich weiß, Sie hören das nicht gerne, Frauen sexuell belästigen und Männer Alua Akbar rufen und tötet alle Deutschen. Jeder Berliner weiß, dass die U8 insbesondere für Frauen oder, wie Sie von den Linken sagen würden, menstruierende Körper kein Verkehrsmittel ist, sondern ein sehr gefährlicher Spießrutenlauf auf Schienen. Was Berlin braucht, ist der Ausbau der A100. Was Berlin nicht braucht, ist eine linke Regierung. Am Sonntag steht das zur Wahl. Vielen Dank. Wir fahren fort mit Dr. Julia Verlinden für Bündnis